Das ist ein Ander. Ich hab gefragt, wo der Ander ist. Jetzt rein, jetzt rein, jetzt rein. Nein! Nein! Alter, ich musste nur noch reingehen. Nein. Nein, Alter. Jetzt hoffentlich Triggerpoint, Jackpoint meine ich. Bitte, 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 ich habe keinen Bock mehr. Nein! Al-Bashir hält uns mächtig auf Trab. Er sieht nicht gut aus. Scheiße, Mann. Fuck, wie mich das jetzt ankotzt. Sorry, Leute, aber... Alter, das ist ein Gegner, der sich hinlegt, durch die Wand mich trotzdem erschießt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, wie der mich jetzt getötet hat. Ja, jetzt... Ich bin schon bereit, da warst du noch gar nicht geboren, Alter. Da warst du noch gar nicht irgendwie in Erwägung. Wurde noch gar nicht gezogen, dass du programmiert wirst, ey. Da war ich schon bereit. Kommen die nächsten, da waren noch zwei. Drei, vier. Ich weiß es nicht mehr. Eins. Zwei. Zwei, drei. Drei. Jetzt beeil dich, du Stück Scheiße, komm. Nee, ich geh jetzt rauf, Alter. Ich geh jetzt rauf, Mann. Ohne Spaß. Verpiss dich, Mann. Von Boden, Mama. Von da pimmelt er. Ah, ich sehe nicht. Junge, ich sehe nicht. Ja, ja, mit der Claymore, natürlich. Was denn sonst? Ich will jetzt echt nicht nochmal sterben, ohne Spaß. Der wirft eine Granate, Alter. Was ist denn das für eine Pussy? Ich rush jetzt einfach vorbei, Mann. Mir egal. Nein, ich kann immer noch nicht rein. Oh Mann, ey. Ohne Spaß. Ich will meine Primärwaffe haben. Von wo denn? Dürfen wir jetzt rein? Immer noch nicht, ey. Leckst du mich fett? Diese Wand, ey, ne? Warum komme ich nicht rein, Alter? Ja, jetzt. Fick dich ins Knie, du Homo. Ey, ohne Spaß. Wieso konnte ich jetzt nicht rein? Die haben doch auch nichts geschossen. Ich habe nichts geschossen. Und jetzt sagt er, ja, jetzt komm rein. Spaßt. Oh, Mann. Erstmal Adrenalin reinhauen. Habt ihr mich gefunden? Das Exekutionsvideo. Video. Soleiman. Soleiman war es. Er sagte, nimm die Bombe. Nimm sie als Druckmittel. Dann hat er sie gestohlen. Er hat mich benutzt. Wir alle benutzt. Der Hund hat mich betrogen mit seinen Plänen. Züge! Und dafür werde ich mich an ihm rächen. Hört zu! Am 14. dieses Monats, wenn die Sonne untergeht, wird Soleiman zuschlagen. Schmoren sollt ihr alle. Hey, hey, durchhalten. Na los doch. Mach schon. Was ein Huren. Wir haben ihn verloren. Keine Ahnung, was er da gelabert hat. Hey. Es ist ein Handy. Vielleicht finden wir da drauf ein paar Infos. Hoffe ich. Hoffe ich auf jeden Fall. Ein steiniger Weg. Genau hier in diesem Level habe ich diesen Spawn-Fail gefunden, das ich auch hochgeladen habe. Hoffe, ihr habt es gesehen. Vielleicht schaffen wir es diesmal nochmal. Hoffe ich. Aber ich bin dabei 10-mal gestorben. Ich glaube, ich habe da keinen Bock mehr, das nochmal zu machen. Mal schauen. Aber ob wir das machen und wie das funktioniert, das sehen wir in der nächsten Aufnahme. Es reicht schon wieder. Ich glaube, 1,5 Stunden. Oh, noch ein Video. Kommt Ihnen das bekannt vor? Sollte es nämlich. Soll ich Ihnen vielleicht sagen, was drauf ist? Kosten. Uns läuft die Zeit davon. Oh, es kostet sie gar nichts. Auf diesem Handy sind Informationen über einen russischen Waffenhändler namens Amir Kafarov. Er war ein sehr guter Freund ihres Kumpels Al-Bashir. Haben Sie Wir das verschwenden gewusst? Unsere Zeit. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich schon zu Ende geredet hatte.
Wussten Sie, dass Kaffarov und al-Bashir zusammengearbeitet haben? Ich weiß nur, dass wir aufgrund der Infos auf diesem Handy verlegt worden sind. Und wohin? In den Nordiran. Kaffarov sollte angeblich mit den verschwundenen Bomben dort sein. Angeblich? Nur Sie hörten al-Bashirs Geständnis. Niemand weiß, woher er dieses Handy hatte. Glauben Sie mir, wir müssen Solomon aufhalten. Sie haben den Anruf erhalten, Sie wissen, er ist hier. Alles schön und gut, Sergeant, aber Sie müssen noch ein paar Lücken füllen. Beim nächsten Teil haben Sie ein ziemlich großes Glaubwürdigkeitsproblem. Okay. Kaffarov hat eine Villa im Gilad-Tal. Wir waren dorthin unterwegs, aber es gab Komplikationen. Und es geht weiter. Aber wie schon gesagt, in der nächsten Aufnahme. Ich glaube dann auch in der nächsten Folge oder ich schneide es, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schaut doch auf jeden Fall, das ist heute rausgekommen bei Matorsa LP. Ist ein Infovideo, hat er hochgeladen heute. Ich weiß aber nicht, wann ihr das sehen werdet. Also heute ist der 8.7. Da hat er, schaut mal vorbei bei ihm. Ein Infovideo hochgeladen und da geht's auch, da bin ich auch dabei. Wir wollen nämlich Left 4 Dead aufnehmen. Und da werden Wetten abgeschlossen. Schaut mal vorbei, dann wisst ihr mehr. Ich sag Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu Battlefield 3 Kampagne. Vorweg entschuldige ich mich mal, dass in den letzten Tagen keine Videos gekommen sind. Heute ist der 14. Montag. Ich wollte eigentlich am Wochenende aufnehmen, aber vom Wochenende hatte ich dann ein paar Probleme mit meinem Mittelohrentzündung und so. Und da habe ich gesagt, ja, hoffentlich geht es irgendwann besser, dann mache ich was, aber es ist doch nicht besser geworden. Habe ich gesagt, ja, setze ich mich mal hin und mache das jetzt zu Ende. Also, Entschuldigung dafür, wahrscheinlich kommen jetzt Doppelfolgen, ich weiß es noch nicht. Okay, fangen wir an. Ja, am Wochenende konnte ich eben nicht aufnehmen, außer ein paar Pflichtaufnahmen mit dem Warfels, mit dem Matorsa LP. Bezüglich Black Ops 1, 2 gegen 2, genau. Ich habe gelesen, es kommt noch ein steiniger Weg und das ist die vorletzte Mission, habe ich gelesen. Irgendwo auf einer bestimmten Seite, im großen World Wide Web. Genau. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ach, ich habe das wahrscheinlich schon erwähnt. Ein steiniger Weg heißt die Mission und hier habe ich auch den Spawnfeld entdeckt. Okay, Kaffarovs Anwesen liegt auf der anderen Talseite, direkt hinter der Gilad-Brücke. Wer ist der Kerl überhaupt? Der Typ von al-Bashirs Handy, ein Waffenhändler. Mehr wissen die nicht? Mehr wissen wir nicht. Er könnte was mit den Bomben zu tun haben. An alle Missfield-Kennungen, Vorrücken zu 1-6, westlich unterwegs auf Route Red. Sie haben Kontakt, over. Verstanden. Könnt ihr die Größe bestätigen? 1-3, habe keine weiteren Infos, out. Schwachsinn. Hey, Matkovic, wach auf! Genug gepennt, du Schlafmütze! Hä? 34 Minuten. Ich habe 34 Minuten geschlafen. Und ich habe einen Vanilleshake getrunken. Ob das was zu bedeuten hat? Oh, shit! Hinterhalt links! In den Bäumen! Scheiße, ich bin getroffen! Oh, fuck, ey. Ja, der Kerl hört sich ziemlich mitgenommen an. Au. Wo bist du, Mann? Ich will nicht sterben. Ja, und noch eine kleine Info nebenbei mit dem Gefecht. Ihr dürft euch freuen. Ihr dürft euch freuen. Also, ich weiß nicht, wenn ihr Steam habt, habt ihr das bestimmt mitbekommen. Gerade sind, ist der Steam, wo bist du? Steam Summer Sale da. Und da gibt es echt ganz krasse, geile Spiele, die richtig runtergesetzt worden sind. Und da werde ich mir auf jeden Fall ein paar holen und die werde ich natürlich auch let's playen. Au, au. Nein, geh sterben, Alter. Genau, und da dürft ihr euch schon freuen. Ja, genau. Was mich da aber angekotzt hat beim Summer Sale, ich konnte nicht spielen. Ich vermute, dass Steam verschiedene Server hat für Verkauf und Spiel.
Wow, da bist du. Spiele? Aber ich konnte echt nicht spielen. Anfangs Summer Sale und ich konnte einfach nicht spielen. Das war leicht behindert. Ich habe keine Server gefunden. Ja, aber zurück ins Geschehen. Wir sind hier wieder gerade schön am Abnippeln. Lol. Scheiß Noob. Wo bist du? Da bist du. Gerade schön wieder. Mal rumschleichen. Au. Von wo kriegen wir den... Ah, ich sehe da nichts in dem scheiß Gebüsch. Lassen wir die mal vor. Wir haben ja ein... Ja, wir haben eine RPG dabei. Ich switch nur mal durch, was wir alles dabei haben. Und ein Granat... Da liegt doch wer. Granatwerfer haben wir natürlich auch dabei. Genau. Der will mich messern. Okay, weg mit dir. Der wollte mich messern. LOL. Ja, da hat der Noob wieder zugeschlagen, auf jeden Fall. Ich bin gestorben. Dammit, schon am Anfang, okay. Nochmal, von Anfang. Oder? Ne, wir haben einen Triggerpoint erreicht. Nein! Scheiße, okay. Ich hab einen Vanilleshake getrunken. Ob das was zu bedeuten hat? Oh, shit! In den Bäumen! So, wir halten uns jetzt mal unsere Truppe. Ich glaube, so sollte man es auch eigentlich machen. Also man sollte immer bei der Truppe bleiben. Ich rush immer so. Es fällt mir immer auf. Ich rush zu viel. Weil ich die auch überhaupt nicht sehe, die Gegner. Es ist echt der Hammer. Ich hatte die Rollesrunde getan. Okay, es ist schon 11 Uhr. Wow. Aber mein Bildschirm spiegelt so sehr. Kurzstrecke. Hört sich gut an. Bewegung, Bewegung. Kontakt voraus. Oh, Scheiße, LOL. Das fand ich auch immer lustig. Der Kerl, der neben uns saß, der geschlafen hat, der... Also, als allererstes erinnert der mich an mich. Ist das richtig? Ich glaub's. Und... der hat gewusst, wo die Gegner sind, obwohl er geschlafen hat und mit dem Rücken zur Fahrtrichtung da gesessen ist. Das finde ich immer wieder wirklich bewundernd, wie die ausgebildet sind, dass sie nur wissen, wo die Gegner sind. Alter. Komm raus aus deinem Versteck. Komm raus. Wart's weg mit dir. Geschafft. So, wir müssen irgendwas untersuchen. Okay, wir bewegen uns mal hier hin. Und wir sehen eine Leiche. Jungs, eine Leiche. Wo kommt sie her? Hallo. Okay. Oh, Gott verdammt. Russische Fallschirmjäger. Echte Russen, was hat das zu bedeuten? Vielleicht arbeiten sie für Kafarov. Oder so, Steve. Ich mache mir Sorgen, dass wir ein wenig unterbesetzt sein könnten. Wir haben was zu erledigen. Die Bomben. Das ist Misfit. Reden wir drüber. Mhm. Russen haben also wieder ihre Finger im Spiel. Lol, was war das denn? Naja, egal. Genau. Hier ist ein Specht irgendwo am Gange. Und hier sind unsere Friends. Und gleich sehen wir dieses atemberaubende Bild, wie nur noch abertausende Fallschirmjäger runterspringen. Oh yeah, baby. That's fucking right. Gott verdammte Scheiße! Da kommen wir nie und nimmer durch. Keine Chance. Da unten feindliche Einheiten stellen sich auf.
Die Fallschirmjäger haben die kürzeste Route gewählt. Was zum Teufel geht hier vor? Sie sind aus dem gleichen Grund hier wie wir, Sergeant. Sind wir im Krieg mit Russland? Meinen Sie das? Wurde auf dich geschossen? Ja. Laut Doktrin könnt ihr schießen, wenn auf euch geschossen wird. Das ist kein Krieg. Jedenfalls nicht technisch gesehen, verstanden? Ja, Sir. Wir müssen jedenfalls zuerst dort sein.